Anorexie ist eine Essstörung, die mit großem Untergewicht einhergeht. Es kommt zu einer deutlichen Gewichtsabnahme, bewusst herbeigeführt durch restriktives Essen. Das Untergewicht wird entsprechend errechnet, häufig nach dem Body Mass Index, das ist der BMI, der liegt unter 17,5. Ein Beispiel, eine junge Patientin, die 1,70 Meter groß ist, hätte ein Gewicht von ca. 50 Kilogramm. Es haben nicht klassischerweise reiche Mädchen, damit hat die Anorexie nichts oder wenig zu tun. Es sind häufig Patientinnen, die sich bewusst mit der Ernährung auseinandersetzen, sich gesund ernähren wollen, sich nach Trends richten, zum Beispiel heute aktuell auch vegan ernähren. Allgemein sind es Betroffene, die sehr leistungsorientiert sind, eine hohe Selbstdisziplin aufweisen, alles perfekt machen müssen und auch häufig zwanghafte Züge aufweisen. Und das passt sehr gut zu der Symptomatik der Anorexie. Bezüglich der Behandlung der Anorexie gibt es verschiedene Therapieansätze. Die Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologisch fundierte Gesprächstherapie, interpersonelle Ansätze. Und es gibt keine Therapieform, von der man sagen kann, dass diese am besten ist. Sowohl verhaltenstherapeutische Ansätze als auch die tiefenpsychologische Therapie sind beide wirksam.